Farbige Neontropfen tropfen hier von der Dose herunter. Schwarze Rose aus Mainz. Was das für ein Bier ist, wie es schmeckt, darüber reden wir, wenn er dranbleibt. Hey, klasse, dass ihr dabei seid und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus meiner kleinen Verkostungshexenküche. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer Verkostung eines Bieres aus der Nähe meiner Heimatstadt Frankfurt am Main. Es geht nach Mainz quasi über den Fluss in die andere Landeshauptstadt. Wiesbaden, Mainz liegt ja relativ nah beieinander. Und da ist Schwarze Rose zu Hause, eine Brauerei, die ich noch viel zu selten hier am Kanal hatte. Aber mein Urlaub in Deutschland hat es ja mal wieder möglich gemacht, auch mal wieder ein paar lokale Sachen einzukaufen. Und ich war naiv in Frankfurt und da ist mir dieses Bier durch die Finger geglitten. Und es war wieder mal das Etikett, was mich überzeugt hat, es zu kaufen. Schwarze Rose Neon Drops, ein Double IPA mit 8,2 Volumenprozent. Und es steht hier unten auch drauf, New Zealand Double IPA. Und der Simon von Schwarze Rose, habe ich zumindest im Internet recherchiert, war wohl mal in Neuseeland, ob jetzt brauenderweise oder auf Urlaub. Jedenfalls scheinen ihm die Hopfensorten dort viel Spaß gemacht zu haben. Und die Idee ward geboren, ein Bier, sprich ein Double IPA zu machen, mit ausschließlich Hopfensorten, die aus Neuseeland kommen. Und insofern ist Waiiti, Nelson Sauvin, Muteka und Rakau hier zum Einsatz gekommen. Also vier Hopfensorten aus Down Under quasi. Und es ist nebenbei noch Gerstenmalz, Weizenmalz und Haferflocken reingekommen. Das Ganze eben dann endet auf 8,2 Volumenprozent. Und ich bin sehr gespannt, was mich hier erwartet. Neuseeländische Hopfen, das hat ja zum Beispiel 1050 hier in Wien auch mal sehr schön gemacht mit einzelnen Hopfensorten. Ich glaube, Waiiti, Muteka und Rakau waren auch dabei. Haben die einzeln geshowcased und dann nachher ein Bier mit allen gemacht. Also eine wirklich schöne Idee. Und das sind ja auch Hopfensorten, die jetzt nicht so, zumindest in aller Welt, Bieren mit drin sind, sondern das sind dann eben schon auch gezielte Biere, so der Gattung IPA, beziehungsweise in dem Fall auch Hazy IPA, Double IPA und wie hier, ein Double IPA. New Zealand Hops und Neon Drops. Neonfarben zum Glück jetzt mal nicht, es ist eher eine schöne orange-gelbe Farbe, schöne gleichmäßige natürliche Trübung, nicht zu milchig, sondern würde man sagen, das ist so 50-60% Trübung und ein schöner, kräftiger, auch relativ stabiler Schaum obendrauf, der das Ganze dann auch richtig gescheit ausschauen lässt. So, jetzt schauen wir mal, was die Nase zu bieten hat. Es ist viel Zitrusfrucht drin, grasiger Hopfen. Und so ein bisschen diffuse tropische Frucht, aber da bin ich mir jetzt überhaupt nicht sicher, was das ist. Das ist was Tropisches, aber das ist auch so super reif. Und deswegen fällt es mir gerade ein bisschen schwer, das einzuordnen. Aber es ist tropische Frucht da. Einigen wir uns mal darauf. Ich mache den ersten Schluck. Ich habe viel mehr Bock auf Trinken als am Rumschnüffeln in diesem Sinne. Cheers. Also ich kann mir jetzt nicht helfen, aber das ist auch ein bisschen Banane mit dabei. Also es ist tropische Frucht, aber es hat auch diese typischen estrigen Noten. Super reif. Also diese Banane, das ist eine, die ich jetzt habe, möchte mich jetzt für verrückt erklären, aber das ist so eine super überreife Banane. Und so dieses braune Matschige schon, so irgendwie ist das. Aber grundsätzlich, also diese Fruchtigkeit, gerade was die tropischen Früchte angeht, da ist viel überreifes Fruchtaroma drin. Aber das ist mal was ganz anderes. Zitronenschale. Aber es hat auch so eine gewisse würzige Note, das ist witzig. Schöne, leichte, hefige Noten auch. Das hat man auch selten, dass man sowas mal im IPA so präsent findet.
Karamellmalz. Mich würde jetzt sogar fast ein bisschen die bittere interessieren, weil da kommt auch eine schöne, satte, bittere mit durch, die sich so an dieser Fruchtigkeit so ein bisschen vorbeischiebt und doch sehr solitär dann aufzeigt. Das finde ich mal ganz spannend. Das ist man anderer Eindruck. Es ist nicht so eine flächige, breite Bittere, sondern die kommt so schön um die Ecke gebogen. Leichte Süße, die eben diese Bittere auch ein bisschen im Zaum hält, weil ich glaube, die ist gar nicht so niedrig. Ich habe jetzt nichts gefunden, weder auf der Webseite noch hier auf der Dose. Sollte ich es jetzt vielleicht übersehen haben? Nein. Da steht nichts drauf. Da ist schon ordentlich was an Bittereinheiten geboten. Schöner, angenehmer, mittlerer Körper. Schön voll auch im Mund. Nicht zu weich, aber dann doch mit einer gewissen Weichheit, Vollmundigkeit auf jeden Fall. Tolles, kräftiges Mundgefühl. Mittlere Kohlensäure und Textur dann auch so im sanften, cremigen, leicht ölig auch. Im leicht öligen Bereich. Und hinten raus, es wird nochmal ein Tacken trockener. Also diese balancierende Süße fällt ein bisschen weg, macht dann hinten für den Hopfen im Nachtrunk ein bisschen auf. Da kommt dann aus so einer Aprikosen-Marille-Note auf einmal mit rein. Bleibt super fruchtig, schöne, deutliche Säure auch. Und puh, also das ist schon ein schönes IPA, wo ich einfach sage, das habe ich noch nicht so oft gehabt. Es ist einfach mal was anderes und hilft dann einfach auch in dieser Welt der 92 Hazy IPAs, wo du einfach dann gesagt hast, habe ich schon mal gehabt. War ein bisschen anders, aber... Und das ist mal was sehr, sehr Uniques. Das ist ein Double IPA mit neuseeländischen Hopfen. Auch, da sind sie jetzt nicht ganz alleine, aber so in dem ganzen Geschmacksprofil und so dem, wie es dann im Verlauf auch schmeckt, muss man sagen, das ist jetzt nichts von der Stange, sondern das hat eigenes Konzept und eine eigene Note und einen eigenen Charakter. Und der Martin ist glücklich und gibt für Neon Drops, die da von der Decke regnen, bei mir regnet es 4 von 5 möglichen Punkten für Neon Drops, das New Zealand Double IPA von Schwarzer Rose aus Mainz. Liebe Grüße über den, was ist denn das, Main oder Rhein? Eieieiei, Geografie schwach und... Einfach jetzt mal 17 Jahre nicht mehr da und vergessen, wie der Fluss heißt. Ah, ich glaube, es ist der Main. Aber ja, wir einigen uns auf Main. Kommentiert es, wenn es doch da rein sein sollte. Gut, dann soll es für heute gewesen sein. Ich bin raus und nehme jetzt nochmal einen Atlas zur Hand und bereite mich auf den nächsten Spruch. Man redet ja Sachen raus und dann denkt man so, oh Gott, hättest du das besser nicht gesagt, die halte ich jetzt alle für den Vollhorst. Na gut, dann muss ich jetzt damit leben und ins Bett gehen. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Morgen, wann immer ihr zugeschaut habt und lasst den Tag ausklingen, macht was draus. Wir sehen uns. Ich bin raus. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.